Hey ho Leute, willkommen zurück zum Alice Let's Play. So, hier hatten wir letztes Mal aufgehört. Hatten diese Austernschwester, die zweite oder die dritte, befreit. Und mussten dieses leichte Puzzle mit diesen Blöcken zusammensetzen. Und dann hat sich dieses Fischmaul geöffnet. Und ich denke mal, wir haben jetzt die Crew zusammen. Und ich denke mal, jetzt geht's zurück ins Theater und mal gucken, wie es dann wird. Bin mal gespannt. Mein Gott, du bist kein Impresario, sondern ein Mörder. Der Kopf eines kriminellen Unternehmens. Dies ist keine Entweder-Oder-Welt, Alice. Und ich habe dir gehorcht. Du hast ein paar Botengänge gemacht. Drecksarbeit. Wahnsinn. Die Show wird die Massen amüsieren. Schade, dass du sie verpasst. Du musst dich um diese Matrosen kümmern. Deine Zeit ist gekommen. Zeit? Zeit? Die Zeit ist gekommen, über Schiffe zu sprechen und das Gemüse und das Königshaus und ob Schweine fliegen können und so weiter. Genug davon, Walross. Du jammerst wieder über zu viel Zeit am Strand. Dein Geblubber nehme ich zum Frühstück. Schäm dich, Zimmermann. Du hast es versprochen. Ich hatte keine Wahl. Man kann nicht immer, wie man möchte. Ich dachte, das wüsstest du mittlerweile. Oh Mann, was für ein Schweinehund. Welche Matrosen jetzt? Ah, super. Was sind diese Kollegen? Was sind das andere? Andere, glaube ich. Alter. Ja, ist ein anderer. Ach so, dann sind die kurz betäubt und dann kannst du draufhauen. Da wie? Soll ich das verstehen? Das dauert jetzt erstmal, bis ich dahinter steige. Und hier so, muss ich mich hier so vorstellen. Ach hier. Kenne ich ja. Also sind das die gleichen, glaube ich. So. Tester. Ja, sicherlich. Stirb. Schmeiß mal deine Bombe. Boah, die finde ich viel cooler, deine Bomben. Aber jetzt reicht's hier. Das wird auch mal irgendwann böse. Ja, hast gesehen, Kollege. Das soll eine Lady nicht wütend machen. Besonders wenn sie ein Küchenmesser in der Hand hat. Oh Mann, Leute. Desi, Mann. Oh, Schnauze. Ui. Da muss ich erstmal drauf kommen. Haustiere sind Freunde und unser geheimes Selbst. Auch dein Kaninchen. Deiner war bestimmt eine Vertraute. Immer für dich da, nicht wahr? Ja, Mister. Den Schweinehund mit dem Holzbein, ey, den holen wir uns. Den Zimmermann. Aufmachen. Boah, bestimmt kommen da noch mehr von denen, oder? Ahnung, dass es da weitergeht. Hopp. Ja, ich gehe nochmal zurück und guck mir das nochmal an. Ich glaube, ich habe da was
vergessen. Ich könnte mich natürlich auch irren. Hä? Gibt's zwei Wege oder was? Sieht gefährlich aus, ne? Ich glaube, ich gehe jetzt doch unten lang. Dass dann mal so in der Gegend rumschwimmen. War sehr komisch. So. Ach so. Ah, ne, wie kommen wir her? Bin ich blöd? Kacke. So. Ah, hab ich's nicht gewusst. Da kommt noch so ein Spacko. Karl, komm. Ich hab ein Steckenpferd. Willst von mir, Junge? Mal erstmal den hier. Ja, super, ey. Mehrere Gegner mal einzusetzen, ist richtig. Ist richtig schwer, ist das, weißt du? Ist richtig schwer. Ist richtig schwer, ist das. Ich glaube, ich werde meine Wut aktivieren gleich. Und dieser Arschieball da kommt. Erstmal aus der Erde, ja? Weil mir gleich auf den Nerv geht. Genau wie du, Hampelmann, du. Der wird noch ein Spaß, ey. Oder? So, das macht dann Bomben. Viel cooler. Jetzt. Schmeiß deine Bomben los. Schmeiß immer seine Bomben. Los. Zack. So, nochmal Bomben. Komm, Trick wird langsam alt. Meine Güte, Junge. So. Zack. Die Schnauze gibt's. Ja, 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 komm. Du bist der Größte, bist du. Der Tollste. So, jetzt bist du weg. Fertig. Freund oder Feind? Bitte, Alice. Hilf mir, meinen Schwur zu erfüllen. Ich brauche meine Männer. Sie mögen zunächst feindselig sein, aber ihre wahren Seelen sind gefangen. Du musst sie befreien. Wollen sie denn in Frieden ruhen? Sie selbst wissen nicht, was sie wollen. Was für die Lebenden gilt, trifft oft auch für die Toten zu. Ich werde sehen, was ich tun kann. Alter Seemann. Da noch so eine Tür. Huh. Ach du Scheiße. Kommen wir jetzt noch in die Totenkammern. Die drei Totenkammern. Ja, moin, ey.
hoffe, wir können bald wieder aufrüsten. Heidewitzka, Leute. Ja, richtig, ey, diese hier zuschlagen. So ist er jetzt. Komm, jetzt los. Warum bin ich rot hier? Da ist so eine feige Sau, ne? So richtige feige Sau ist das. Guck dir diese unfaire Scheiße. Also, sorry Leute, aber das ist doch richtig mies, ey. Ey, der kommt mit einmal so blitzartig angecharged und bumm, direkt weg. Gott, er kann er doch selber machen und seinen Leuten sagen, beruhigt euch, trinkt einen Tee. Das nur mit keinen 5 Rosen. So, komm nochmal her, Kumpel da. Du bist nur einer, ey. So. Ich hab mich getroffen, scheiße, die Wand. Einfach weiter wegbleiben von dem. Die Lösung. Von Angriff ist nämlich begrenzt. In der Reichweite. Und wenn er wieder so nah kommt, das hasse ich. Ist dich von mir. Oh. Hehehehe. Oh nein. Nein, bleib weg von mir. Scheiße. Yeah. Oder Alice auch. Komm, Alice. Machen wir fertig den Spacko. Ja, guck mal, da macht er nichts. Boah, ungepfeffert, Penner. Warte, komm zurück. Ich bin deine Rettung. Irgendwie. Superspruch, Alice, Superspruch. Alter. Ja, ist ja super. Sagt mir auch keiner, dass das, wenn das weggeht, dass ich sterbe. Leuchtendes Seepferdchen. Was ist das denn? Ich komm nicht hoch. Mein Gott. Schwimm doch mal bitte schneller, Seepferdchen. Ich will nicht so lange hier so stehen bleiben, das macht mir Angst. Herzlichsten Dank fürs Erlösen. Traumhaft, aber ich habe einen Zahn nicht mitgekriegt. Duf!
genau so, braves Mädchen. Wie viele soll ich denn befreien? 3 von dir? Ja, genau, das brauche ich. Rosen. Rosen. Rote Rosen. Ist das eine Qualle? Mit dem dann noch hier im Schlepptau. Lieblingsfreund. Erstmal die. Da ist er. Was ist das? Ja, sicherlich. Ey, das ist doch... Scheiße, Leute, das ist doch mies. Ja, da kommt der, während ich mich da um das Baby kümmere. Mein Gott, ey. Das ist totaler Dreck, ist das. Dreck. Die hätten auch wenigstens mal hier Blume hinstellen können, um mich voll zu heilen. Wäre voll nett von euch gewesen. Okay, dann machen wir es nochmal neu. Okay, immer wenn die Masken da sind. Langsam aber sicher. Ah, langsam aber sicher. Voll nett von dir, Kumpel. Nein, nein, Bomben. So. So, jetzt sind die Quallen weg. Bist du dran? Bisher, wo bist du? So, das zieht ihm gar nichts. Pfeffermühle. Da kommt er wieder. Aus der Hand schießen, kann nichts passieren. Ah, jetzt geht er wieder im Boden. Richtiger Eierhals. Geht ja mal zweimal zu. Schlägt keine Frauen. Aber ich glaube, das wissen selbst die Toten nicht. So. Weg mit ihm. Seepferdchen? Oder kein Seepferdchen? Doch, Seepferdchen. Oder? Wie kann eine Seele so ignorant sein? Ich bin ein erhörtes Gebet. Da kommt das Seepferdchen. Holla die Waldfee, es ist... So, nur nicht zu weit. Oh nein, ich will auch die Lebensenergie haben. Bleibt es stehen? Bleibt es stehen? Nein, es wird nicht stehen. Da noch was draufstellen. Wir warten. Nein! Oh, Kacke! Wieso, was tut man hier alles nur für so eine Flasche? Ist ja voll assi. Machen wir jetzt voll hier. So. Nein, ich wollte mich doch länger
Scheiße. Muss auch ein bisschen schneller agieren hier. Jetzt bin ich auf jeden Fall das Seepferdchen. Den Gefahren. Jetzt? Ich schaff es. Danke, nun bin ich draufstellen sollen. Ja, ich mach ja schon. Kumpel. Ihr zwei, ne? Oder wo sind die? Ne, der eine. Oh. Ich bald was verbessern. Gucken wir uns das letzte Tor an. 1, 2 oder 3. Bestimmt kommt das richtig fieses nochmal. Zwei von den Sichtern hier. Ja, bis jetzt ist nur das Viech, oder? Nein, natürlich. Was soll es nur diese kleinen Würmchen? Ich glaube, die nerven nur ein bisschen. Nicht so gefährlich. Ah, ihr kleinen Würmchen. Der bei euch ein bisschen ist gut. Oh. Und nicht, wenn ihr mich durchgehend nervt. Nein! Oh, ich glaube, die werden mich durchgehend ein bisschen nerven. Könnten wir ja wenigstens ein bisschen abgeben hier an Heilung. Bisschen an Heilung, bitte. Alter! Nicht anvisieren. Oh oh. Wenn so eine scheiß Made kommt, bin ich gleich weg. Oh, knapp. Nicht die! Den Typ! Ja, sicherlich! Oh! Den kann er auch exakt werfen mit seiner kleinen Babybombe. Das ist ja richtig fies von ihnen. Denkt man, so ein starker noch Zusatzgegner? Nein, es sind die kleinen Würmchen, sind das. Das nervt mich jetzt. So, jetzt krieg ich dich. So, wo sind die Würmchen? Durchgehend wiederkommen. Behindert mich, wenn ich mich nicht anvisiere. Die werden mich noch ein bisschen behindern. Ich glaube, dafür sind die auch nur da. Einmal, ist er weg. So. So, jetzt habe ich dich aber Fred. Oder doch? Ey, doch nicht? Sag mal.
zack, kalte Arme, kaltes Herz. Achievement. Haben Engel auch so viel Ärger? Oh, Heidewitzka. Seepferdchen folgen. Oh, 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 nein, nein, noch nicht rutschen, noch nicht so rutschen. Okay, okay, lass uns schon rutschen. Sie. Nein, hier ist doch noch kein Viech. Wäre zu einfach gewesen, wenn jetzt hier schon die Kiste gewesen wäre. Da geht's dann weiter. Nein! Uiuiuiui. Nein, nein! Oh, oh, das ist... Oh, die ist abgerutscht. Alice, nein. Oh. Ist auch knifflig, Leute. Ich sag's euch. Ein Checkpoint. Schon mal gut. So. Kann ich das nochmal schaffen hier? Seepferdchen, komm bitte. Seepferdchen, komm bitte. Gott. Muss doch niemals bis da hinten hin, oder? Doch. Die verarscht mich doch. Boah! Nein! Alice, oh! Alter, das ist doch Reichweite, ne? Geht doch gar nicht klar, Leute. Hier wäre ein Checkpoint, oder? Hä? Wo ist... Hä? Warum bist du denn jetzt gesprungen? Alice. Oh, jetzt stelle ich mich richtig dusselig gerade an, ne? Geht doch gar nicht klar. Ja, ein bisschen höher bitte. Nein, nein. Oh, oh, oh. Seepferdchen. Gutes Seepferdchen. So, zack. Und sogar beide Zähne. So ist's recht, Dern. Zurück zum Schiff mit mir. Ich danke dir, Alice. Sei so gut zu dir, wie du zu uns warst. Holt den Anker ein und dreht bei, Männer. Wir steuern gern hohe und glorreiche See. Arr. Heidewitzka, ey, die haben ja fast mein Leben gekostet, ey. Oh. So. Aber ich glaube, ich mache mal wieder eine Pause, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei seid von Alice. Und euch hier meine Spielereien anguckt. Und ich würde mal sagen, dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, ne? Ciao, Leute.